Ja, hallo liebe Leute, zur 14. Folge Victoria 3. So, hier stehen wir wieder, nachdem wir letztes Mal erfolgreich Bayern und Franken eingenommen haben. Jetzt müssen wir unbedingt mal anfangen zu wirtschaften und mal gucken, dass wir wieder auch mehr an Geld kommen, bevor wir uns da oben an die Schleswig-Holstein-Frage wagen. Auch wenn ich hier schon wieder sehe, dass der Däne ja gerade schon wieder einen liberalen Aufstand hat und damit der Zeitpunkt wunderbar wäre, aber nein. Diesmal widerstehe ich der Verlockung und wir bauen jetzt erstmal ein bisschen unseren Laden auf hier und müssen vor allem die 3 Millionen Schulden mal wieder loswerden. Das wäre schon ganz schön. Ich möchte jetzt zu Beginn, also ich lasse schon mal ein bisschen laufen. Wir haben ja auch noch Sachen in der Bauschlange. Wir haben zwei Punkte, die über die Kommentare kamen unter dem letzten und vorletzten Video. Wir müssen nochmal unsere Universitäten checken, ob wir nicht viel zu viele haben. Und das mache ich jetzt gleich zusammen mit der Erklärung dazu, weil auch jemand gefragt hat, ob Universitäten helfen, schneller zu forschen. Und dem ist so, da spielen drei Dinge rein. Nicht in die Forschung, aber in Summe. Also es gibt drei wichtige Punkte. Das eine ist Alphabetisierung, das zweite ist Innovation und das dritte ist Qualifikation. Ich erkläre erstmal die Qualifikation, weil die steht mehr oder weniger für sich, nicht ganz, aber weitestgehend. Die Qualifikation ist die Fähigkeit eurer Leute in Fabriken, Plantagen, Kasernen oder sonst irgendwo zu arbeiten. Ne, wer in der Tuchfabrik arbeitet, der sollte auch ein Hemd gestrickt kriegen oder genäht oder wie auch immer. Der sollte eine Nadel bedienen können oder eine Nähmaschine, je nachdem, wie weit ihr seid. Und das bildet sich über die Qualifikation ab. Ihr seht das für jedes Gebiet einzeln. Also ich klicke jetzt hier mal als Beispiel Hessen an und ihr geht dann auf euren Gebäudereiter, wo ihr eure ganzen Fabriken seht. Und dann seht ihr hier ganz unten bei den Bauern und Arbeitslosen und so, seht ihr einen Punkt Qualifikationen. Ist da hinten ein grüner Haken dran, dann heißt das, das seht ihr auch hier, hat Qualifikationen, um alle derzeitigen Lehrstellen zu füllen. Das heißt, ihr habt genug Arbeiter, die eure Fabriken besetzen können. Ist hier ein rotes Kreuz? Ich guck mal, ich glaube, das haben wir aber nirgends. Sowas findet man eher nicht in Europa, weil da ist die Bildung doch schon sehr hoch. Solche Sachen findet ihr eher entweder in Afrika oder auch hier in dem Indochina-Bereich, wo du halt Millionen von Pops hast, wo allein in Südbengalen, hier sieht man es, hier in Nordbengalen, da habt ihr so ein rotes Kreuz und da fehlen Offiziere, das seht ihr oben auch. Ne, da fehlen 2550 Offiziere und es sind aber nur vier Stück verfügbar, ne? Und dann füllt sich eure Kaserne oder eure Fabrik oder eure Plantage oder whatever, füllt sich dann nicht mit Leuten, beziehungsweise nur extrem langsam, weil Qualifikation bildet sich, aber langsam. Und das steht auch dabei, wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt. Pops entwickeln im Laufe der Zeit die nötigen Qualifikationen, um in andere Berufe zu wechseln. Alphabetisierung, Wohlstand und Diskriminierung wirken sich ebenfalls darauf aus. Also das kann dann ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer gehen. Man kann es beschleunigen über einen Erlass, nämlich die soziale Durchlässigkeitskampagne. Wenn ihr die auf ein Gebiet setzt, die sorgt für 25% zusätzliche Qualifikation. Oder eben über Universitäten. Eine Universität erzeugt auch, hier haben wir jetzt eine Stufe 5 Universität, die erzeugt 78% mehr Qualifikation. So lässt sich das ein bisschen boosten, wenn man möchte. So viel zur Qualifikation. Das zweite ist die Alphabetisierung. Die seht ihr hier oben. Das ist die Anzahl eurer Leute im Land, im gesamten Land, die lesen und schreiben können. Bei mir sind das jetzt 64,4% meiner Menschen können lesen und schreiben. Das könnt ihr erhöhen durch, nicht durch die Universitäten. Universitäten, das ist was, was oft falsch verstanden wird. Universitäten erhöhen nicht die Alphabetisierung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Alphabetisierung könnt ihr erhöhen für einzelne Gebiete, auch wieder durch den Erlass. Soziale Durchlässigkeitskampagne, die erzeugt nicht nur 25% Qualifikation, sondern auch 25% Bildungszugang. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich über Gesetze, über eine Schule. Ihr müsst ein Bildungssystem schaffen, also irgendeine Form der Schule. Und dann habt ihr in den Institutionen die Bildungsinstitution und die kann man dann natürlich erhöhen. Die erste Stufe macht 10% Bildungszugang, die zweite 20, die dritte 30 und so weiter.
Die hinteren Stufen schaltet ihr auch über weitere Gesetze frei. Also für die letzten zwei bräuchten wir jetzt zum Beispiel die Grundschulpflicht. Da sieht man es, plus zwei Max-Investitionen der Institution Bildung. Damit bildet ihr eure Leute. Die Frage ist, warum soll ich meine Leute bilden? Wir haben ja schon gesehen, der Qualifikation hilft es, aber das Wichtigste ist, es boostet die Innovation. Und das ist der dritte Punkt, die Innovation ist das, womit ihr forscht. Und das seht ihr, wenn ihr euren Forschungsmenü guckt, da habt ihr hier rechts oben eine wöchentliche Innovation. Die hat einen Grundwert von 50. 50 Innovationen hat jeder. Auch das tiefste afrikanische Land 1836 hat 50 Innovationen. Und dann, wenn man dann über so eine Forschung drüber geht, die ist jetzt leider schon erforscht. Wir gucken mal in eine, die noch nicht erforscht ist. Dann seht ihr jetzt, die kostet 12.500 Innovationen. Ja? Hier oben, das ist jetzt natürlich schon sehr spät, das sind schon T3-Tags. Hier oben sind die natürlich noch deutlich billiger. Aber wenn ihr diese 12.500 Innovationen, die das kostet, durch die wöchentliche Innovation teilt, die ihr erzeugt, dann kommt ihr vermutlich ziemlich genau auf diese 16 Monate. Ich rechne das jetzt nicht nach, könnt ihr machen, wenn ihr möchtet, aber es sollte so sein. Und diese Innovation hier oben, die lässt sich wiederum erhöhen durch Universitäten. Ihr seht das hier, wir haben 50 Grundwert, so und jetzt kommt 15 durch Universität in Hessen, es kommen 3 durch Universität in Hannover, das hängt immer davon ab, wie viele Universitäten da stehen. Und es ergibt eine Summe von 146,72 Innovationen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, ihr könnt das nicht bis ins Unermessliche boosten. Ihr seht unten drunter, ein Maximum von 146,72 Innovation kann jede Woche erzeugt werden. Das heißt, wir sind am Maximum und dieses Maximum setzt sich zusammen wiederum aus einem Grundwert und dann eben durch einen fetten Bonus durch die Alphabetisierung. Das heißt, je mehr Menschen hier oben in eurem Land gebildet sind, desto höher könnt ihr die Innovation durch Universitäten treiben und desto schneller forscht ihr. Ne? Und wir gucken jetzt einfach mal, wir können sowieso nur ein Maximum von 146,72 haben, wenn wir jetzt mal durchrechnen, wir haben 50, dann haben wir ungefähr 30 in Württemberg, sind 80, wir haben 30 in Bayern, sind 110, dann haben wir hier noch 2 mal 15, das sind 140 und dann die Achter hier noch in Franken sind schon 148, das ist schon mehr, als wir brauchen, aber da unsere Alphabetisierung steigt, lasse ich das bisschen mehr stehen, weil wir werden sie irgendwann brauchen. Das heißt, ich werde jetzt zum Geld sparen die Universität in der Elbe und in Hannover abreißen. Da steht jeweils nur eine. Da können wir noch ein bisschen Geld sparen. Aber sonst passt das eigentlich. Genau, die Universitäten bei mir erzeugen jetzt 3 Innovationen pro Stufe. Das kommt durch das Institut für Philosophie, die normale Universität, erzeugt tatsächlich nur 2 Innovationen. Deswegen ist tatsächlich die Forschung in der Gesellschaft, die Dialektik hier unten, gar nicht so unwesentlich, weil die schaltet nicht nur eine Stufe für die Bildung frei, was die Alphabetisierung boostet, sondern auch das Institut für Philosophie für die Universitäten. Dann braucht ihr viel weniger Universitäten, weil das sorgt einfach, das erhöht einfach die Innovation, die eine Universität erzeugt, um 50%. Ne? Das heißt, diese Dialektikforschung ist eigentlich eine ziemlich gute und eine ziemlich wichtige. Genau. So, ich hoffe, ich konnte es verständlich rüberbringen. Wir reißen jetzt schnell die 2 Universitäten ab, die wir da jetzt noch gesehen haben. Die in Hannover und die in der Elbe. Weg damit. Wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, müssten wir immer noch unsere 146,72 haben. Genau. Und haben jetzt noch ein bisschen Luft, bis ungefähr 148 oder so, steigt unsere Alphabetisierung weiter, müssen wir neue Universitäten bauen. Deswegen lohnt es sich immer hier oben ab und zu mal zu gucken, dass ihr da am Limit seid, weil dann könnt ihr schneller forschen. So, Gottes Wille. Adelbert Gördeler von der evangelischen Kirche wurde gesehen, wie er für eine Partei gepredigt hat. Überzeugt davon, dass ihr Sieg Teil der Pläne von Gott ist. Oh Gott, die konservative Partei. Naja. Kleinbürger und Kirche. Wir werden sie nicht stärken. Wir können ihm 40 Beliebtheit klauen. Oder wir können der Freisinnigen Volkspartei 10% zuschustern. Das sind Industrielle und Intellektuelle. Das gefällt mir viel besser. So. Dann erhöhe ich jetzt mal ein bisschen das Tempo und jetzt gucken wir, dass wir an Kohle kommen. So, wir sind bei plus 6.050. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus.
Preußen kämpft schon wieder hier mit seinen Aufständischen, die schaffen sie aber. Ich denke, der Däne auch. Muss ich da eigentlich ein Interesse hinlegen? Haben wir schon. Sehr gut. So, und wir werden jetzt mal auf unseren Markt gucken, auf unseren britischen und sehen Motoren, Glas, Papier. Wir sollten Papier runterbringen. Unsere Universitäten und Regierungsverwaltungen brauchen einen Haufen Papier. Das ist teuer, das kostet Geld. Ich habe gerade gesehen, hier fehlt es an Infrastruktur. Ach so, das war dieses komische Infrastrukturproblem. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wo ich immer noch nicht weiß, woran das liegt, ne? Irgendwas mit den Schiffen, ne? Aufgrund der niedrigen Schifffahrtswegeffektivität. Aber was ist denn eine... Die Effektivität, die ein Schifffahrtsweg aufweist, wird durch das Versorgungsnetzwerk des Landes bestimmt und durch etwaigen erlittenen Schaden durch Konvoiüberfälle verringert. Liegt die Effektivität unter 100%, wird die Effizienz der Schifffahrtswege entsprechend verringert. Da müssen wir gleich mal gucken. So, die Wahl ist da. Jetzt haben wir auch wieder eine halbwegs vernünftige Regierung. Die beste, die wir haben können. 77 ist nicht die geilste, aber geht so. So, und jetzt gucken wir mal, warum hier... Wir hier Probleme haben. Ist der Brite mit irgendjemandem im Krieg? Nicht aktiv. So, hier seht ihr, wenn ihr über so einen Seeknoten geht, seht ihr Versorgungsnetzwerkstärke 100%. Verfügbare Konvois, benötigte Konvois. Hier auch 100%. Ja, aber das sind doch schon meine Knoten, die für mich relevant sind. Der Nordseeknoten ist doch für mich relevant. Da steht auch 100%. Warum habe ich dann nur 91? Gibt es noch irgendeinen anderer, der relevant ist? Hier sind 100%. Hier sind 100%. Also meiner Meinung nach, das sind überall 100%. Meiner Meinung nach ist das jetzt ein bisschen seltsam. Es geht immer weiter runter. Die sind nur noch 87%. Das durch die Häfen von Midlands und Elbe. Mit dem Markt britisch verbunden. Ja, hier ist mein Elbehafen. Der geht an diesen Seeknoten. Und wo ist Midlands? Hier. Ja, Midlands hat überhaupt kein... Doch, Midlands hat auch einen Hafen. Der geht auch an diesen Seeknoten. Das heißt, die Elbe und Midlands sind über diesen Knoten verbunden. Und hier steht Versorgungsnetzwerkstärke 100%. Warum dann hier jetzt aber nur 86 sinkend sind, verstehe ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Vielleicht hat von euch jemand eine Erklärung. Wenn es jetzt natürlich immer weiter runter geht, dann kriegen wir natürlich langfristig ein Problem. Weil der Marktzugriff, wenn der weiter sinkt, der versaut uns ja den ganzen Markt, ne? Das werden wir mal beobachten. Ich kann da jetzt irgendwie nichts tun. Ich wüsste auch nicht, was ich tun sollte. Das scheint mir ein bisschen seltsam zu sein. Ja. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal weiter. So, das Geld geht schon wieder runter. Warum denn? Wir hatten doch gerade 6.000 plus. Ja, wir müssten vielleicht die Bauwaren noch ein wenig billiger kriegen. Also Papier mussten wir reduzieren. Und ja, Werkzeuge sind extrem teuer, ne? Wir sollten dann vielleicht auch noch mal für Werkzeuge. Lippe unterstützt nicht länger Waldeck als Vereinigungskandidat? Wir hatten schon Unterstützer. Oh Gott, da kommt eine Revolution für allgemeines Wahlrecht. Wir haben tatsächlich vier Unterstützer. Anhalt, Sachsen-Meining, Mecklenburg-Strelitz und Schwarzburg unterstützen uns bei der Deutschlandgründung. Na wunderbar. Na wunderbar. Gut. So, Werkzeuge wollten wir bauen. Gucken wir mal rein, wo wir die meisten haben in Württemberg, ne? Ja, da haben wir auch 15 hingestellt. Ja, das Problem ist hier, jetzt verschiebt sich nämlich die Preisbildung. Das ist extrem schlecht, ne, durch diesen Marktzugriff. Das ist wirklich schlecht. Er ist schon auf 85% runter und wird immer schlimmer. Und deswegen sind Werkzeuge in Württemberg jetzt super billig, auf dem Markt aber fürchterlich teuer. Das ist ein richtiger Käse. Das versaut uns jetzt den ganzen Markt. Und deswegen sind wir auch schon wieder im Minus. Das ist nicht gut. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben keine Kriege, wir haben keine Konvoiräuber und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, also wenn das nicht verschwindet, wir sind schon auf 82% runter, dann weiß ich nicht, was wir tun sollen. Das sieht nicht gut aus. Ein prominenter waldeckischer politischer Exilant, Hugo Schuchardt, wer ist denn das?
ein Kleinbürger, ist während seines Aufenthalts in Übersee schwer erkrankt. Er hat darum gebeten, nach Hause zurückkehren zu dürfen, um genügend Zeit für eine medizinische Behandlung zu haben. Okay. Okay, wir können ihn einfach töten. Wir können ihn zurückholen und bekommen dann noch ein bisschen Prestige. Oder... Moment, das ist doch das Gleiche, oder? Das ist doch das genau das Gleiche. Ah ne, wird von Waldig angestellt. Das wollen wir nicht. Er darf für die medizinische Behandlung zurückkommen und das war's dann aber auch. So, jetzt ist die Frage hier allgemeines Wahlrecht. Wollen wir das beschließen? Eigentlich will ich es nicht beschließen. Das Zensuswahlrecht gibt uns noch 50 Autorität, das allgemeine Wahlrecht gar keine mehr. Wir sind genau auf plus 50. Ja. Ja. Komm, dann ist die Protestbewegung weg. Was soll's. Geben wir die 50 halt auf. Frankreich hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern. Na, wir sind aber bei 45. Die machen wir voll. Die machen wir voll auf 50 hoch. So, und dann werden wir halt in Württemberg nochmal ein paar Werkzeugfabriken bauen. Es hilft ja nichts, ne? Ne, es wird auf dem Markt immer teurer und in Württemberg immer billiger. Ich glaube, wir brauchen hier keine Bauen, weil keiner arbeiten wird drin. Die Eingangswaren werden immer teurer. Oh Gott, uns geht der ganze Markt flöten. Also im Zweifel werde ich aus der britischen Zollunion austreten. Das ist der letzte Ausweg, wenn das immer weiter runterfällt. Weil so funktioniert es nicht, ne? So können wir das nicht mehr spielen. Ich werde es diese Folge einmal lassen. Hier haben wir das gleiche Problem, ne? Kohle wird extrem teuer, ist schon bei 25% plus in Hessen, obwohl sie auf dem Markt nur bei plus 3 liegt. Unsere ganze Wirtschaft geht den Bach runter. Das ist unglaublich. Ich werde es diese Folge jetzt aussitzen. Wenn irgendjemand eine Idee hat, woran das liegt, möge er mir das bitte sagen oder sowas schon mal hatte, dass wir das noch in den Griff kriegen, weil sonst werde ich in der nächsten Folge, wenn es nicht besser wird, den britischen Markt verlassen. Es hilft nichts, ne? Also, ich wüsste nicht, aber so können wir nicht weiterspielen. Das wird uns den Laden zerreißen auf Dauer. Deswegen werde ich jetzt auch einfach so weiterspielen, als wäre das nicht da und werde die Werkzeugfabriken nach, weiterhin nach Württemberg bauen. Wir haben noch 10 Infrastruktur übrig, ja. Das heißt, wir bauen hier nochmal 5 Werkzeugfabriken. Motorenwerke werden gebaut in Hessen gerade. Wieso kommen da so viele Regierungsverwaltungen? Ach so, weil hier die Besteuerungskapazität zu schlecht ist, ne? Ja. Das Königreich Frankreich stellt sich auf die Seite Russlands. Was ist hier denn los? Oh, Holstein annektieren? Ach so, die Holstein-Radikalen. Moment, aber warum ist der Russe da mit drin? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Frankreich, Holstein. Warum ist da der Russe Anführer? Hat der irgendeine... Oh, der hat eine Personalunion mit Holstein? Ach du gute Güte. Das ist unangenehm. So, wir müssen jetzt erstmal wieder nach einer Forschung suchen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Die Investitionsfonds haben wir jetzt bekommen. Wir könnten natürlich auf den Stahl-Skelettbau umstellen und hoffen, dass es dadurch ein bisschen besser wird. Oder wenn wir mal bei der Produktion gucken, ich glaube, Dynamit. Minus 25% Kriegsmüdigkeit durch Verluste, das ist auch gut. Schichtarbeit wäre auch eine feine Sache. Das Dynamit, wie teuer ist denn Eisen und Stahl und so ein Zeug? Nicht so wirklich. Kohle plus 5. Der Rest ist gar nichts wert, ne? Also das mit dem Dynamit ist ein bisschen schwer. Sprengstoff wäre teuer. Was brauchen wir denn, um die Sprengstoff-Dinger da schneller, besser zu machen? Dafür brauchen wir auch Dynamit, ne? Vielleicht ist das dann tatsächlich doch sinnvoll, jetzt mal das Dynamit zu machen. 16 Monate ist wirklich nicht viel. Wir haben ja schon einen Haufen Innovation. Dann gehen wir hier mal ins Dynamit. Und dann gucken wir mal. Und bauen fleißig weiter.
Wir sind jetzt auf plus 13. Das sind gut, ist gar nicht schlecht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das abbezahlt kriegen. Das ist das Wichtigste, weil wir zahlen aktuell auch fast 6000 Zinsen. Das wird auch immer weniger. Und wir bekommen ja jetzt auch Steuern dadurch, dass wir Franken, da bekommen wir jetzt immerhin schon 39% Steuern raus. Das wird jetzt auch besser. Je weiter die Aufruhre sinken, was ist die Mehrzahl von Aufruhr? Aufrührer, desto besser. Hier haben wir auch schon wieder einen. Wir haben eigentlich schon wieder fast überall einen. Das ist nicht gut. Ja gut, die meisten Radikalen kommen halt durch den Rückgang des Lebensstandards. Ja, das ist jetzt halt das Problem. Aber es steigt wieder. Wir sind wieder auf 88%. Es steigt jetzt wieder. Also, ich verstehe es nicht. Ich hoffe, es geht jetzt wieder hoch auf 100. Was auch immer das war. Ihr seht, das Geld steigt sprunghaft, sobald sich der Marktzugriff wieder normalisiert. Also, es ist erstaunlich, was da ein paar Prozent ausmachen, ne? Also, die Wirtschaft ist wirklich darauf angewiesen. Durch diese neue Ortspreismechanik führt das halt wirklich dazu, dass man an manchen Stellen echt Probleme kriegt, wenn sich das zu arg verschiebt, ne? So, die Düngemittelfabrik, da geht nichts, weil Schwefel teuer ist. Aber Schwefel ist nicht allgemein teuer, oder? Ja, plus 2. Da könnten wir ja mal was tun. Da könnten wir ja auch mal noch die ein oder andere Mine bauen. Wir haben noch keine einzige Schwefelmine. Hessen hat 18 Infrastruktur und eigentlich keine Arbeiter mehr. Ich baue trotzdem mal zwei Minen rein. Die saugen wir aus dem britischen Markt, oder? Ja, die kommen aus Queensland, die kommen aus der Elbe. Naja, immer her damit. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir jetzt unseren Kredit abbezahlt kriegen. Gesetz erreicht Entwurf. Ja, das müsste relativ zügig durchgehen bei 96,7% Erfolg. Na gut, wir sind aber immer noch in der Monarchie, ne? Ja, wir sind immer noch in der Monarchie. Da würde ich auch gerne bleiben, tatsächlich. Öffentliche Schulen, öffentliche Krankenversicherung. Was als nächstes mega gut wäre, wäre halt die Grundschulpflicht. Aber dazu müssen wir auch erst die Menschenrechte erforschen. Das könnten wir dann vielleicht auch mal tun als nächstes. Wie sieht es beim Militär aus? Na, in der Forschung. Was kommt da aktuell? Schwimmhäfen, die braucht natürlich niemand. Ich hätte auf Panzerschiffe und Rhône-Ecole gehofft. Aber kriegen wir nicht. Ansonsten wären die Befestigungs... Ah, die gehen noch 5 Jahre. Das ist ein bisschen viel. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Da kriegen wir die Edelvorräte. Das ist nicht verkehrt, aber wir wollen jetzt eh erstmal keinen Krieg führen. Die Einberufungsstellen. Wir haben keine einberufbaren Bataillone, deswegen ist es nicht so wild. Also Panzerschiffe und das wäre gut, weil das wäre der Zeitpunkt, wo man dann auch vielleicht mal eine Marine aufbauen könnte. Gerade wenn, das wollten wir uns jetzt mal angucken, der Russe hier Personalunion pflegt. Das gefällt mir überhaupt nicht, ne? So, also Schleswig ist noch in der Personalunion mit Dänemark, aber Holstein nicht mehr. Das sind die Radikalen. Die haben tatsächlich die Personalunion gewechselt und sind jetzt unter Russland. Das ist natürlich für uns ganz ungünstig, weil der Russe hier natürlich seine Truppen ranschaffen kann. Was hat denn der? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wie sind denn die ausgebildet? Zeig mir mal irgendeine Kaserne und irgend so eine Armee hier. Was haben die denn? Linieninfanterie, mobile Artillerie. Die sind uns technologisch natürlich deutlich unterlegen. Aber die Masse, die Masse. Eieiei. Also wir haben jetzt auch immerhin schon fast 100 Truppen, so ist es nicht. Aber fast 300 beim Russen, das ist natürlich heftig. Auch wenn wir schon Blänkler und Schrapnell haben, das ist natürlich erheblich besser. Naja, aber gut. Wir müssen jetzt halt einfach ein bisschen Geduld haben und gucken, dass wir mal ein paar Jahre unseren Laden in den Griff kriegen. Ich meine, wir sind 1875, das heißt, wir sind jetzt knappe 40 Jahre drin. Das ist noch nicht mal Halbzeit. Wir haben noch ein bisschen Luft, denke ich. Und wir müssen natürlich auch das mal wieder ein bisschen senken. Das wäre auch wichtig. So, wir sind jetzt im Minus, aber nur deswegen, weil wir Regierungsverwaltungen bauen. Die müssen wir leider selber zahlen. Deswegen müssen wir da jetzt nochmal durch. Ja, es hilft nichts, ne?
Es hilft nichts. Es ist ein bisschen schmerzhaft. Gut, wir haben 300.000 von unseren 3 Millionen abbezahlt. Das sind 10%. Naja, ist jetzt nicht übermäßig viel, aber das müssen wir jetzt mal wegkämpfen. Es geht nicht anders. So, hier haben wir jetzt das 20. Motorenwerk gebaut. Wir haben jetzt ein bisschen. Na, wir haben noch 55.000 Bauern. Ein paar können hier noch arbeiten. Das ist gut. Was sagt unser Marktzugriff? 73%? Okay, es geht wieder runter. Jetzt haben wir überall 73, ne? Ja, ich dachte, es wird besser. Jetzt wird es wieder schlechter. Liegt das an dem Krieg hier? Das könnte natürlich sein. Aber warum? Wir haben doch damit nichts am Hut. Da verliert der Russe verliert sogar die Offensive. Das kannst du keinem erzählen. Könnt ihr das mal beenden hier, ob das da dran liegt? Aber es passt halt nicht zu den Anzeigen. Wir haben eine Versorgungsnetzwerkstärke von 100%. Und die Elbe dürfte auch nicht betroffen sein von Schleswig-Holstein. Das sind eigenständige Gebiete. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ah, der Russe gewinnt doch. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Ist das mal besetzt? Gucken die mal, dass die hier ihren Krieg gewinnen. Möglichst zügig, wenn es geht. Ja, die verlieren schon fast minus 6. Das heißt, die Radikalen gehen jetzt durch. Vielleicht wird es dann besser. Vielleicht liegt es an diesem Krieg. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber deswegen, also wenn wir den Markt nicht. Jetzt sind es wieder 77%. Jetzt ist es wieder wie aus dem Nichts 4% nach oben gegangen. Oder war das. War es gerade auf 73? Oder war es schon 77? Ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe keinen Überblick mehr, weil ich verstehe es auch nicht. Das ist das Problem. So, Motorenglas ist jetzt teuer. Da werden wir auch mal was tun. Haben wir irgendwo Glasindustrie gebaut? Nein, aber in Bayern wird Glas, ist Glas. Okay. Dann sollten wir doch hier mal gucken, dass wir auch das Glas erhöhen. Moment mal. Drei Glashütten brauchen sechs Infrastruktur. Das heißt, zwei Infrastruktur pro Glashütte. Wir haben noch acht frei. Dann bauen wir erst noch eine Eisenbahn. Und danach. Oh, da bauen wir doch mal sieben Glashütten. So. Jetzt kommt die nächste Revolution, die das Zensuswahlrecht behalten möchte. Also euch kann man es auch nicht recht machen, ne? Den kann man es aber auch nicht recht machen. Also wie man es macht, ist nicht richtig, ne? Erst die Revolution fürs allgemeine Wahlrecht, dann beschließt man es und während man es beschließt, kommt die Revolution, die das Zensuswahlrecht bewahren möchte. Also, die wissen auch nicht so genau, was sie wollen. Aber gut. Gucken wir mal. Wir haben auch mittlerweile wieder fast überall Aufstände. Ja, hier, hier, hier unten auch. Hier geht's noch. Gut, Bayern und Franken sowieso, weil die sind ja gerade übernommen worden und wer gerade eingenommen wurde, der ist sowieso noch ein bisschen aufständisch. So, und jetzt gucken wir mal. Hat das jetzt geendet hier? Ja, ne? Holstein ist jetzt. Ja, die sind so hässlich grün. Das ist wirklich gar nicht gut, ne? Die sind jetzt so hässlich grün. So, der Krieg ist zu Ende. Was heißt das jetzt für unseren Marktzugriff? 80%, 81%, jetzt steigt er wieder. Gut, jetzt geht er wieder runter auf 80. Also du kannst hier gerade zugucken, wie er sich bewegt. Das ist, jetzt sind es wieder 81. Warte mal, wenn ich hier drüber hover, dann werden hier doch solche Pfeile angezeigt. Okay, hier sieht man jetzt sämtliche relevanten Knoten, kann das sein? Aber warum geht uns das was an, ne? Warte, ich sehe ihn doch auch. In den Midlands liegt er bei 99%, bei uns bei 80. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Die haben 99%, weil ihnen ein bisschen Infrastruktur fehlt, ja. Aber mehr auch nicht. 100%, 100%, 100%, 100%. Das waren alle die, die geleuchtet haben. Da ist überall 100%. 100%. Ich verstehe es nicht. Nope. Woran auch immer das liegen mag. Kann es euch nicht erklären.
Naja, wir machen jetzt ordentlich Geld. Hier oben, ihr seht's, plus 34.000, das ist gut zum Entschulden. Das machen wir aber auch nur deswegen, oh, was ist denn jetzt mit der Niederlande wieder los? Das machen wir aber auch nur deswegen, weil ein bisschen Geld im Investitionsfonds drin ist. Das kommt uns aber gelegen. So, die Niederlande hat eine Revolution. Die ostindisch-insulanischer Bauernaufstand. Ist das da? Habe ich nichts mit am Hut, aber so gar nichts. So, die Regierungsverwaltungen haben wir gebaut. Da können wir jetzt mal gucken, ob wir diese Bürokratie nicht gleich wieder investieren können irgendwo. Ins Gesundheitssystem, das finde ich immer gut. Weniger Sterblichkeit bedeutet mehr Menschen. Und 116, ja, das reicht. Dann erhöhen wir auch die Polizei noch, weil wir haben so viele Aufständische. Ne? So, Dynamit freigeschaltet. Das heißt, ich würde jetzt... Gehen wir an die Menschenrechte? 19 Monate. Wir gehen jetzt in die Menschenrechte. Vielleicht kriegen wir dann die Grundschule durch. Das wäre ganz gut. Das machen wir. Was kommt hier? Großbritannien hat einen Verteidigungspakt vorgeschlagen. Na, liebend gerne. Na, liebend gerne. Und Anhalt unterstützt uns jetzt auch. Das ist ja perfekt. Aber es ist schön, dass wir einen Verteidigungspakt haben, meine Freunde. Aber könnt ihr mal euren Markt in den Griff kriegen? Jetzt sind wir wieder auf 77% runter. Oh, was ist das? Ich weiß es nicht. Das ärgert mich ein bisschen, ja. Weil das tut unserer Wirtschaft nicht gut, auch wenn es aktuell ganz, ganz passabel aussieht. Aber wenn wir jetzt mal nach Württemberg gucken, da haben wir jetzt Werkzeugfabriken hingebaut ohne Ende. Und es hilft halt nichts, ne? Es wird in Württemberg immer billiger, aber auf dem Markt ist es halt immer noch teuer. Weil wir mittlerweile einen MAPI haben von 64 zu 35. Das ist richtig schlecht, ne? Das ist richtig schlecht. Eigentlich hätten wir 85, 15. Und das ist schon nicht besonders berauschend, aber immerhin. Aber 64, 35, das entspricht ja einem afrikanischen Land. Das ist ja wie wenn wir Traditionalismus beschlossen hätten. Und das ist halt gar nicht gut, ne? Naja. So, Aufstände in Hessen sind weg. In Württemberg ist der Aufstand auch weg. In Hannover ist der Aufstand auch weg. Sehr gut, wir kriegen es jetzt allmählich hin. Oh, guck mal, Braunschweig hat nur noch 25,78%. Noch 0,78% und der Aufstand in Braunschweig wäre weg. Gut. In Bayern haben wir noch 46% und in Franken 55%. Aber das ist klar, die haben wir ja gerade eingenommen. Gut, dann würde ich sagen, der Investitionsfonds ist leer, aber wir machen trotzdem plus 18.000. Das ist jetzt richtig gut, jetzt läuft es wieder. Das heißt, wir werden uns jetzt entschulden. Sobald der Kredit abbezahlt ist, werde ich die Bausektoren wieder umstellen auf Gusseisen, damit wir wieder schneller bauen und dann wieder die Steuern senken. Und dann müsste es eigentlich wieder laufen. Aber das wird noch ein, zwei Folgen dauern, denke ich. In der Zeit werden wir aber weiter unsere Wirtschaft vorantreiben. Glas habe ich ja jetzt schon in Auftrag gegeben, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, in Bayern. Dann sollte ich... Ja, wir haben keine Autorität mehr durch das allgemeine Wahlrecht. Das ist ein bisschen schade, aber dann ist okay. Dann ist es, wie es ist. Ja, auf der Weltrangliste sind wir auf Platz 6 vorgerückt mittlerweile. Platz 6. Der einzige Grund, warum wir keine Großmacht sind, also wir können gar nicht weiterkommen wie Platz 6. Der einzige Grund, warum wir keine Großmacht sind, ist, dass wir im Markt des Briten sind. Das ist tatsächlich der einzige Grund. So, und jetzt möchten sie Ordnungsausschüsse beschlossen haben. Was war das denn nochmal? Lasst mich mal kurz gucken. Das war bei den Arbeiterrechten, ne? Naja, das will aber niemand, ne? Das wollen die Industriellen überhaupt nicht und die sitzen in der Regierung mit fast 50%. Und die Grundbesitzer wird es radikalisieren. Das interessiert mich nicht so. Also das kriegen wir nicht durch. Ich meine, minus 20% gefährliche Arbeitsbedingungen ist natürlich eine schöne Sache, aber das kriegen wir gegen die Industriellen nur schwer durchgedrückt, glaube ich. Wir könnten natürlich die Grenzen noch aufreißen. Das wäre eigentlich eine feine Sache. Dann könnten wir für ein bisschen mehr Migration sorgen. Wer ist dagegen? Kleinbürger, Landbewohner und Gewerkschafter. Uff,
Das gibt aber auch wieder einen Aufstand, wenn wir das machen, ne? Was? Das große Zugzerschmettern. Ein einfallsreicher Unterhaltungsunternehmer hat arrangiert, dass zwei alte Lokomotiven bei einem örtlichen Jahrmarkt ineinander krachen sollen. Die Kollision könnte eine Gefahr für die Menge darstellen. Doch Friedrich Junghans, das Oberhaupt einer Interessensgruppe, hielt dies nicht davon ab, zu verkünden, dass er dabei in der ersten Reihe sitzen will. Kann man so machen, ja. Ist das ein guter Typ? Ja, das ist ein Reformer. Viel Spaß beim Spektakel. So, der Friedrich bekommt 20 Beliebtheit und dann haben wir eine 90% Chance auf 25% Loyalisten. Hannover erhält ordentlich zerschmettert. Oder der gute Junghans stirbt, 10% Chance. Und es werden 2% radikaler. Und wenn wir es ihm verbieten, dann ist das das Gleiche. Entweder das klappt oder das klappt nicht, aber die Intellektuellen mögen uns dann weniger. Ach komm, wir gehen das Risiko ein. Wir werden doch nicht die 10% treffen, oder? Friedrich Junghans ist gestorben. Wir haben die 10% getroffen. Ja, danke für nichts, ne? Danke für nichts. Jetzt sind die Industriellen natürlich richtig wütend. Oh. Da hätten wir auch das minus 1 mitnehmen können. Wie viel Pech kann man haben? Moppi, ja. Alles bitte. Alles, was geht. Oh, na gut. Wir gucken ein letztes Mal in den Markt. Sprengstoff und Dünger ist teuer. Da können wir nochmal, denke ich, was tun. Wir haben ein Sprengstoffwerk. Ja, da arbeiten die Leute jetzt schon gar nicht mehr, weil Sprengstoff in Hessen halt überhaupt nichts wert ist, obwohl es auf dem Markt teuer ist und dafür der Schwefel fürchterlich teuer ist, der auf dem Markt eigentlich nicht so teuer ist. Das ist... Ja, wir könnten für mehr Sprengstoff sorgen, aber es lohnt sich halt in Hessen nicht, weil der Marktzugriff halt im Eimer ist. 75%. Okay, wisst ihr was? Ich werde die Folge an der Stelle beenden. Wir sind ja auch fast bei 40 Minuten. Wenn irgendjemand weiß, woran das mit diesem Marktzugriff liegt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich gucke es mir an. Ich recherchiere auch selber mal noch ein bisschen, weil mir ist es ehrlich gesagt nicht klar. Und wenn sich das nicht bessert, werden wir den britischen Markt verlassen müssen. Es tut mir leid. Vielleicht können wir aus dem Markt raus und nochmal rein. Vielleicht ist es dann weg. Vielleicht ist es wirklich ein Bug. Oder es hat wirklich einen Grund. Aber dann müsste man rauskriegen, woran es liegt. Ich wäre ja bereit, es dann zu beheben. Das heißt, helft mir bitte. Sagt mir, woran das liegt. Dann werde ich es ändern. Andernfalls müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Aber so ist es wirtschaftlich einfach nicht geil. Das funktioniert nicht so richtig. Man sieht es ja jetzt schon. Aber gut. Ich lasse mich mal überraschen, was ihr so sagt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Boah, seht ihr? Plus 21. Jetzt läuft's.